Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Figuren-Unboxing wieder. Hi. Es gibt ausnahmsweise mal wieder eine Figma, die wir auch wieder von einem deutschen Händler erhalten haben. Wie man es ja merkt, gerade immer in einer kleinen Sammelbestellung, da wir beim Porto doch etwas knickrig sind. Wir geben so viel Geld aus, da kann man irgendwo doch gucken, dass man wenigstens mal die 5 Euro spart. Hier haben wir aus Fire Emblem Three Houses die Stand 2021 Januar einzige Edelgard-Figur, die momentan existiert. Und diese ist natürlich eine Figma von Goodsmile. Und wir sehen noch immer, was viele Leute vielleicht noch damals von den Super Nintendo-Kassetten kennen, das schöne Seal of Approval von Nintendo. Hier haben wir dann einmal den Karton. Der ist Figma-typisch schön matt gehalten und zeigt auch immer ein paar kleine Posen und Gesichter, die ausgetauscht worden sind. Die zwei Klebepunkte haben wir auch standardmäßig. Und da werden wir Edelgard jetzt mal davon befreien. Fire Emblem Figmas sind meines Wissens nach gerade auch nur Lucina, Corrin und Edelgard generell verfügbar. Ich kann dir da nicht helfen. Ich meine, Fire Emblem ist dein Michi. Noch keine anderen angekündigt in der Figma-Reihe. Goodsmile hat beispielsweise auch eine schöne Taille rausgebracht, aber das ist eine statische Figur, die manchmal wegen des Panty-Shots auch kritisiert wird. Und man merkt, glaube ich, dadurch, dass er ein bisschen mehr im Fire Emblem Lore und Fandom drin ist, halte ich mich da ein bisschen zurück, weil es liegt noch irgendwo auf meinem Pile of Shame. Jedenfalls versuchen wir das Video gerade deswegen auch relativ spoilerfrei zu halten und weil ja jeder die Prämisse von Three Houses kennt, dass multiple Handlungsstränge möglich sind. Mhm. Deswegen kann es ja auch ziemlich stark variieren, was man von Edelgard hält, ob sie ein Verbündeter oder ein erbitterter Rivale wird. Denn so viel ist aus den Trailern ja schon damals bekannt geworden. Und deswegen gehe ich auch gar nicht drauf weiter ein, warum sie plötzlich die Axt hat, die beispielsweise jeder aus Super Smash Bros. Schon kennt. Denn das, denke ich, ist besser natürlich im Spiel erklärt. Tatsächlich müssen wir sagen, hatten wir bei der Figma wirklich Glück gehabt, weil wir waren du warst ja auf der Warteliste drauf. Wir haben nämlich irgendwie so ein bisschen den Sprung verpasst, sie zu bestellen. Ursprünglich. Ja. Es war halt eben natürlich auch eine größere Nachfrage nach ihr bei den wenigen Fire Emblem-Figuren, die es gibt. Und davon nur die Waifus. Hier sieht man aber auch Kugelgelenke für entsprechend die Haare. Das kann natürlich auch den einen oder anderen abschrecken, aber es bringt auch die Möglichkeit, dass man das Ganze mit etwas mehr Dynamik aufstellt. Dass die Haare entweder mehr anliegen oder beispielsweise gerade von einem heftigen Axtschlag noch in der Luft sich befinden. Kommt es mir nur so vor, da wirkt der Hals ein bisschen lang. Ich würde sagen, das ist leider ziemlich normal für Figmas. Zum Thema Kugelgelenk, gleiches hier auch für das Cape. Ich hoffe, man sieht es gerade unter den Haaren. Zwei Gelenke. Ähnlich wie bei Corrin und Lucina auch gehalten. So, dann schauen wir mal kurz noch nach den ganzen Goodies, die wir hier haben. Bei Figmas ist es ja normal, dass es verschiedene Arten, nenne ich es jetzt mal, gibt. Also Varianten, wo nicht so viele Goodies dabei sind, Varianten, bei denen extrem viele dabei sind. Sie ist eigentlich eine Standardvariante. Also es gibt, glaube ich, bei ihr auch keine Deluxe-Variante. Jedenfalls momentan noch nicht. Ja, momentan nicht. Aber deswegen hat sie jetzt nicht so viel Goodies dabei, wie die beiden, die wir jetzt heute auch noch auspacken werden. Und etwas später in der Woche wahrscheinlich auch mal zeigen werden. Oh, da ist auch ein Gelenk. Oben, oder? Ja, allerdings ist das kein Kugelgelenk, wie man es kennt. Und deswegen ist da auch nicht der übliche Smiley auf dem Gelenk. Und zum Glück. Unten ist auch nochmal eins. Das heißt, wir können die Axt maximal in dieser Haltung oder in so eine Haltung bringen. Wie sie auch mehr aussieht wie eine Axt. So. Hier sieht man allerdings auch nochmal das Symbol kurz. Das auf beiden Seiten
auf der Axt schön vorhanden ist. Oberfläche ist ein bisschen geriffelt, bringt auch der Figur ein bisschen mehr Grip. Dann hältst du das Ganze stabiler. Beim Gesicht haben wir die Ponys der Frisur als einen Teil drauf. Oh, das ist neu. Finde ich allerdings auch etwas schade. Hier hätte man spielen können, dass man entsprechend auch die Frisur etwas besser anpassen kann an die komplette Haltung. Dann haben wir hier sonst nur noch den üblichen Beutel zum Aufbewahren von den Kleinigkeiten, den Ständer und ein paar Hände sowie das Ersatzgelenk für die Hand. Aber schauen wir uns doch einfach mal gleich ein bisschen näher an, was man alles so machen kann. So, und bevor wir sie uns jetzt genauer anschauen, hier nochmal kurz zwei Worte zum Rest der Figur. Der Stand hat natürlich typisch Figma und hier den ganzen Logokram mit Intelligent Systems, oder? Steht auch da, genau, war das ja der Second Party Developer von Nintendo für Fire Emblem. Schön finde ich auch wieder, dass man hier die Option hat, entweder den langen zu benutzen oder nochmal das extra abknickende Gelenk. Weil gerade bei Charakteren mit langen Haaren oder Capes ist das ganz gut. Und sie hat die Combo. Dann haben wir noch einen kleinen Disclaimer. In den paar Händen, die es gibt, gibt es zwei paar Hände, die etwas greifen. Die eine Hand, wie man hier sieht, ist für die kleine Axt gemacht, weil die andere ist viel zu breit. Die kann man einfach überschieben, da die Axt sich in ihrer Breite gar nicht groß verändert. Aber ich denke, das sieht man jetzt auch ziemlich gut. Dementsprechend nicht mit Gewalt, denn diese Axt hätte das Ganze etwas gesprengt. Schöne bei der Axt ist, wie bei manchen Figma-Waffen, kann man einfach hier unten abdrehen, da das komplett rund ist. Gar kein großes, das irgendwo eine Ecke zur Sicherheit ist, sondern alles schön rund gehalten. Das erleichtert das Ganze einfach nur. Dann haben wir hier die Hand, die etwas weiter natürlich gefasst ist. Und das ist ja dann auch so gedacht, dass man hier vorsichtig die Axt einfach hindurchschieben kann. Wichtig ist, wie eben schon Entschuldigung. gesagt, etwas geriffelt. Und deshalb ist das Ganze auch etwas stabiler, sobald sie erstmal in der Hand liegt. Und fertig ist die Axt in der Hand. So, und hier haben wir dann nochmal, nachdem alles schön an Platz und Stelle gedrückt wurde, unsere Edelgard. Der Ständer sollte man eventuell dran lassen, denn entweder muss die Axt selbst als Gegengewicht herhalten oder die Axt wird dafür sorgen, dass sie umkippt. Relativ schön finde ich allerdings, ist er auch wieder gemacht, auch wenn es viele Sachen wie jetzt beispielsweise gerade die Strumpfhose gibt, die 0815 aussieht, aber dafür sind dann auch wieder Cape, das Oberteil und auch so Kleinigkeiten wie die Schuhe finde ich schön detailreich gestaltet worden und daher auch eigentlich eine schöne Figma für die normalen Standards. Nehmen wir doch mal einen Vergleich her. Nämlich die weibliche Corin oder wie Puristen sie vielleicht nennen, Kamui. Die ist ja auch etwas älter, genauso wie Fire Emblem If bzw. Fire Emblem Fates älter als Three Houses ist. Und auch dadurch haben wir bisher den schönen Sprung immer gehabt, seit Fire Emblem Awakening, dass eigentlich eine Figma kommt. Ansonsten kamen nur Nendoroids und zum Remake zwischendrin kam auch, glaube ich, gar keine Figur, nur Amiibos. Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall, man sieht auch da, das Cape ist relativ ähnlich gehalten mit den Gelenken. Es passt auch alles schön wie aus einem Guss, was auch, finde ich, in einer Reihe eigentlich immer sein sollte. Zu guter Letzt stellt sich nur die Frage, welches Fire Emblem zieht ihr denn vor? Den neuen Switch-Teil oder doch vielleicht noch die alten 3DS-Teile wie Fire Emblem Fates and Awakening? Und vor allem, was haltet ihr von der Figurenauswahl, die bisher gekommen ist? Denn wie gesagt, Figmas gibt es meines Wissens nach zurzeit nur drei Stück. Die Und das ist Waifus. für so eine große Reihe doch schade. Jedenfalls, die drei, die es gibt, sind schön genug.
Und auch gerade jetzt bei Edelgards, dadurch, dass man den Pony immer mitwechselt, ist es auch um einiges leichter geworden, das Gesicht zu tauschen. Genauso wie auch die vielen Kleinigkeiten sehr angenehm sind. Allgemein Hände, Waffen, alles auszutauschen. Es gab da schon Figuren, wie beispielsweise Playarts Kai, bei denen es einfach nur ein Schmerz ist, immer wieder die Figuren Gelenke ausreizen zu müssen, weil man einfach die Waffen reindrücken muss mit purer Kraft. Bei der Figmas von Fire Emblem fehlt uns jetzt nur noch Lucina. Vielleicht können wir ja irgendwann sie auch mal auftreiben und ein Unboxing von ihr machen. Bis dahin jedenfalls, lasst uns gern wissen, was ihr davon haltet und habt noch einen schönen Tag. Tschüss.